Alter, was geht ab, Leute? Und hier, endlich der erste neue Raid. Leider nur ein Zweier. Lamus. Geil. Na, dauert noch. So. Erstmal ein Glücksein an. Und dann machen wir den. Psycho, das heißt, meine Despoter hauen rein. Wem leider. Wie gesagt, nur ein Zweier. Keine große Herausforderung. Private Gruppe. Ah, Moment, erstmal einmal drehen. So. Jetzt gehen wir rein. Kleines Handicap. Meine Despoter sind nicht voll geheilt. Schauen wir mal. Was wird denn ausgewählt? Oh, da Mewtwo. Ja, Mann. Machen wir das mit Mewtwo. Und dann noch ein paar Despoter hinterher. Wieso nicht? Mal schauen, wie ich das Video hier verwende. Nur Lamus ist ein bisschen lahm. Haha, Wortspiel, Lamus, lahm. Aber ansonsten, vielleicht hänge ich noch eine Box hinterher. So wie immer. Auch wenn ich gerade keine habe, glaube ich. Ich habe noch ein Paket, habe ich, aber das ist keine Box, das ist was anderes. Ja, vielleicht hänge ich das hinterher. Also die Dreier reizen mich schon. Ergodactyl. Lepromance habe ich gehört, soll richtig hart sein. Und noch einer. Warte, wer war noch der dritte? Boah, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Ergodactyl, Lepromance und... Naja, schaut mein Video an zu den neuen Raid-Bossen, dann wisst ihr Bescheid. Nicht so wie ich. Los geht's. Mal schauen, vielleicht unterschätze ich ihn auch. Und der ist so wie Austos. Richtig schwer. Ich glaube, das lag an Austos, der... So. Alter, wer war der vierte nochmal? Lamus, Ergodactyl, Lepromance und noch einer. 1372, keine Ahnung. Und schade, kein Baum mehr. 14.000, das ist schon krass. Nur für ein Zweier. Maximal Bell. Erster Ball drin. Theoretisch zweiter Ball. So, schauen wir mal, was ich noch hier in diesem Video alles machen werde. Das war's von Lamus. So, der Lamus Raid ist jetzt ein paar Tage her und seitdem ist mir immer noch nichts Besseres eingefallen, um das Video zu erweitern, als es halt mit einem Opening zu paaren. Und zwar diesmal keine Box, sondern Pokémon-Karten mal wieder am Start. Dank Gate to the Games, ein Shop meines Vertrauens, da habe ich früher Yu-Gi-Oh-Karten gekauft. Ich hatte sogar für die Artikel geschrieben, Yu-Gi-Oh! Strategieartikel. Deswegen echt ein Shop meines Vertrauens. Link ist unten in der Beschreibung. Dort gibt es Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon und alles andere. Also lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Da habe ich 10 Booster bekommen. Die werden wir wie letztes Mal in einem Livestream öffnen und dann könnt ihr die Codes daraus haben. Letztes Mal war nicht ganz klar, wofür die Codes sind. Das Spiel, also das Pokémon-Kartenspiel, gibt es auch online. Pokémon TCG Online oder so. Und darin ist ein Code enthalten, den kannst du dann online einlösen für einen Booster. Also wenn du einen Booster kaufst, kriegst du das echte Booster mit den echten Karten und kannst es dann online auch noch einlösen. Also sehr interessant für alle, die das Online-Spiel, Kartenspiel zocken. Und dann habe ich halt zwei Starter, für die gibt es auch einen Code. Und dann, hier steht es auch, spiele mit diesem Deck online. Das heißt, ihr kriegt den Code, könnt es online einlösen und dann habt ihr die Karten auch noch online. Ziemlich geil gemacht von Pokémon, finde ich. Bei Yu-Gi-Oh! Gibt es auch online. Das könnten die echt kombinieren, damit die da ein bisschen mehr verkaufen, aber ich glaube, Yu-Gi-Oh! Läuft auch so. Hab letztens gehört, YCS Bochum war das, glaube ich, oder Prag. Irgendeine YCS Yu-Gi-Oh! Championship Series. 2000 Leute, neuer europäischer Rekord, also Yu-Gi-Oh! Läuft noch, auch wenn es für uns gestorben ist. Ah, was machen wir hier auf? Empoleon. Knacklack.
Ich habe gehört, Knackerl soll krass sein. Deswegen mache ich jetzt mal den hier auf. Decklisten über Überschallschlag heißt das Deck. Sonne und Mond. Ultra Prisma. Überschallschlag Themendeck. Alles klar. So. Lamus Raid. Nur ein Zweier. Einer von den neuen. Okay, die Münzen sind geil. Die sammle ich. Das sind die Münzen vom, von den letzten zwei Themendecks. Bisschen verstaubt. Und jetzt noch eine dazugekommen. Die sind echt geil. Also das sammle ich. Die anderen Karten werde ich wahrscheinlich weiterverkaufen. So. Die Schlüsselkarte vom Deck. Knackrack. Und hier ist der Code. Den Code gibt's. Gibt's den Code? Den Code gibt's im Livestream. Ich mache heute Abend einen Livestream. Aber zum Event noch. Zwecks EP und so. Kleines Update. Und dann die Woche drauf oder am Wochenende irgendwann machen wir das Opening mit dem Livestream. Anleitung. Ein paar Counter und Marker. Das brauche ich nicht, weil zocken werde ich das Spiel nicht. Und ein Spielfeld. Also eine Unterlage, das gibt es bei den meisten. Gab es bei Yu-Gi-Oh! Auch immer. Für das Spielfeld. Mit ein paar Tipps und Tricks. Alles cool. Alles cool. Aber wir zocken das ja nicht. Oder noch nicht. Weil wenn wir Stream anfangen auf Twitch, checken wir vielleicht das TCG Online-Spiel ab. Aber momentan brauche ich das alles nicht. So, das brauche ich eigentlich auch nicht. Das brauchen wir. Auf geht's. So. Kampfenergie. Kampfenergie, Kampfenergie, Kampfenergie. Riolu. Vorentwicklung von Lucario, glaube ich. Knaxe. Vorentwicklung von Knacker. Kampfenergie. Mangunia. Mangunio. Der aussieht wie Donald Trump. Da habe ich schon ein paar Memes gesehen. Flugzeug. Flugzeug immer geil. Früher in den Spielen. Wenn man in irgendwelchen Höhlen stecken geblieben ist. Kampfenergie. Timerball. Das mit dem Setup muss ich mir auch überlegen. Ich habe mir überlegt, hier mein Gesicht zu filmen und dann noch einen anderen Winkel, wo ich nur auf die Karten runter zeige, aber habe ich jetzt auf die Schnelle nicht hinbekommen. Muss irgendwie meine Kamera befestigen. Vielleicht hat ja irgendjemand von euch eine Idee, wie ich das hinbekomme. Richtig, mit Guyver-Style muss ich mir irgendwas basteln. Hab kein Stativ oder so. Lebel. Sagt mir nix. Noch mehr Kampfenergie. Krippuck. Alter, was ist denn das, Mann? So, machen wir das wieder hier. Bisschen heller. Krippuck. Sonfer. Ich weiß immer noch nicht, wo der ist. Ich meine jetzt in Pokémon Go. Man hat gesagt Amerika, aber das stimmt so nicht ganz. Nur am Tag, das stimmt natürlich auch nicht. Bei uns gibt es momentan nur Lunastein. Plus Luminon. Haben schon mal gewechselt. Sengo und Fipitis. Und langsam wird Zeit für Lunastein und Sonfel. Kaumalat. Ich glaube die erste Stufe von Knackleon. Nicht Knackleon. Knackjack. Irgendein Nilpferd. Noch mehr Kampfenergie. Oi, das sind ja. Riolo. Energie. Fluchtbord. Okay. Professor Kukui. Den kenne ich. Der ist geil. Kampfenergie. Weiterentwicklung von diesem Nilpferd. Nestball. Was auch immer ein Nestball ist. Durchsuche dein Deck nach einem Basis-Pokémon und lege es auf deine Bank. Das klingt eigentlich ziemlich krass. Auch wenn ich nicht Pokémon zocke, kann ich mir vorstellen, was das ist. Kampfenergie, Lucario. Der Typ ist krass. Lucario, noch mehr Kampfenergie. Mangunio. Oh. Manguspector, das ist Donald Trump. Die Weiterentwicklung. Noch mehr Kampfenergie. Kamalaut schon wieder. Tali. Wie auch immer das ist. Kampfenergie, Timerball. Typ 0, Alter, was ist denn das, Mann? Alter, what the fuck? Der sieht irgendwie richtig mysteriös, mystisch, legendär aus. Allein der Name, Typ 0. Alter, was ist das, Leute? Schreibt mal in die Kommentare, was das ist. Typ 0. Adressbuch, Professor Kukui, Energie, Cynthia. Noch ein Knackack, derselbe, nur nicht Holo. Noch mehr Kampfenergie, Alter. Knaxel, Riolu schon wieder, Kampfenergie. Dieses Ding. Rettungstrage. Tali, Sonfel, Kampfenergie. Die zwei schon wieder.
und so eine Beefy-Tasche oder Krapfen. Und nochmal der Typ. Ah, nichts allzu Besonderes, ein Knacklack-Themendeck, nehme ich mal an. Die anderen zwei davor haben mir irgendwie besser gefallen. Waren auch, glaube ich, irgendwie mehr Holos drin. Aber das war's. Die Booster machen auf jeden Fall mehr Spaß. Ich freue mich schon auf die Booster. Und auf das andere Themendeck. Ich habe gerade Knacklack, krasses Pokémon. Drache ist der, glaube ich, oder? Ja. Schreibt unten rein, in welcher Gen der kommt. Ansonsten schreibt unten rein, ob ihr Pokémon das Kartenspiel zockt oder sammelt. Sammeln kann man natürlich auch. Ansonsten danke an Gate to the Games für die Karten. Die öffnen wir am Wochenende irgendwann bei einem Livestream. Dann kriegt ihr auch den Code, falls jemand das Online-Kartenspiel zockt. Das war's von mir. Neuen Raid gemacht. Lamus. Event ist, dauert nicht mehr lange, nur noch ein paar Tage. Und ich muss noch Aerodactyl machen. Theoretisch Lepumans. Oder wie heißt der? Lepumentas. Aber da fehlen mir noch die Bonbons, um meine Kyogre zu pushen. Hoffentlich bleibt er noch länger. Und Starmie, genau. Starmie und Aerodactyl. Ich habe noch 2 Tage. Donnerstag und Freitag, um die irgendwie zu finden. Die muss ich auf jeden Fall noch versuchen. Aerodactyl soll richtig leicht sein. Starmie soll anspruchsvoll sein. Ich bin echt gespannt. Die zwei will ich noch machen. Lamus Level 2, kein Problem. Schreibt rein, ob ihr Lamus auch schon mal gemacht habt. Oder Erfahrungen mit den anderen. Aerodactyl, Starmie und Lepumentas. Heißt er so? Der heißt so. Alles klar. Also das war's von mir. Wie gesagt, nochmal danke an Gate to the Games. Link ist unten in der Beschreibung. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die Ahnung, wie es ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.